Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, oder man könnte wieder mal sagen Pokémon Klo, denn es ist alles verkackt. Und das meine ich ernst, Kapitel 7 von 8 habe ich so reingeschissen. Ich habe gestern noch gedacht, das wird richtig cool, einfach fabelhaften Curveball-Wurf machen, bam, mache ich mal bei dem Raid, keine Sorge, das klappt schon, hau ich hier rein. So, dann musste man schnell los zum Raid, dann hat man nicht aufgenommen, hat nicht mehr an die Aufgabe gedacht. Hat man die Aufgabe fertig gehabt, hat es natürlich nicht gefilmt, weder gescreent noch mit der Kamera, irgendwas. So kann man nur nachträglich was hier reinschneiden, hat natürlich gar kein Feeling mehr. Dann gab es natürlich weiter hier, ja, wie ihr seht, es ist alles gelöst. Die Goldmedaille bei der Johto-Region war ja sowieso schon fertig, aber dann waren natürlich noch die 40 Pflanzen oder Psychomon. Psychomon! Die 40 Pflanzen oder Psycho-Pokémon einfangen. Und da habe ich gedacht, okay, kannst du dich ja mal an den Strich setzen, eine runde Lokmodule machen, gemütlich alles so einfangen. Kannst du es ein bisschen so zusammenschneiden vielleicht, Kamera nimmst du jetzt nicht mit, lässt du also 10 Stück übrig, läufst dann durch die Gegend und die letzten 10 machst du direkt mit Kamera, live, mit Reaktion, allem drum und dran. Ist leider nicht so geworden, wie ich dachte. Ich bin dann bei 39 von 40 gelandet. Hab gedacht, okay, aber den einen sparst du dir auf. Und wenn du heute aufstehst und rausgehst, machst du die Kamera an und sagst 39 von 40 und das 40. holen wir uns jetzt live ab. Direkt fangen das. Aufgabe fertig, alles eingelöst. Ja, dann saß natürlich abends noch ein Trassler bei mir vorm Haus. Und ich dachte, oh, Trassler, Wetter geboostet. Das nehmen wir mal mit. Schnell gefangen, natürlich nicht aufgenommen, nicht gescreent, nicht gekamerat. Und das ist natürlich ja Psycho. Und dann, bam, Aufgabe fertig, 40 von 40. Und ich dachte, oh mein Gott, holy shit, jetzt habe ich wirklich nichts aufgenommen, nichts vorzuzeigen, alles verkackt. Und jetzt kann ich nur zeigen, okay, ich habe die erste Aufgabe fertig, ich habe die zweite Aufgabe fertig, ich habe die dritte Aufgabe fertig. Da holen wir uns die Belohnungen ab. 10 silberne Sananabären, eine TM und ein Pokémon erscheint. Wow, ist das cool, richtig lustig. Eine Lade-TM war es natürlich. Ja, das war's auch schon. Dann könnt ihr die Begegnung beginnen, weil natürlich ein lustiges Pokémon erscheint. Was wird es wohl sein? Wir drehen uns und drehen. Oh, was ist das denn? E.T., der Außerirdische, ist so. Ist weg. Alles klar. Aber das war Kapitel 7 von 8. Und was wirklich passiert, ob wir es kriegen, ob wir es nicht kriegen. Wir fliehen hier einfach mal, weil wer braucht schon Celebi? Muss man nicht haben. Gucken noch mal hier. Was für eine fantastische Erfahrung. Man sagt, dass das Erscheinen von Celebi bei uns allen... Ach, egal, ich lese das nächstes Mal für euch. Ich habe jetzt echt, jetzt fängt es auch noch an zu regnen hier. Es tröpfelt schon überall. Oh mein Gott, es ist dreckig. Deswegen Kapitel 7 von 8. Alles verkackt. Ihr wisst ja, das verflixte 7. Jahr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Celebi fangen. In einer Extra-Folge, wo vielleicht alles besser läuft. Peace out, Vorhaut. Euer Ranchis.